Tamara Fischer ist seit ihrem 18. Lebensjahr querschnittgelähmt. Die BGHW steht der jungen Frau seit dem Unfall zur Seite, auch während der Schwangerschaft und nach der Geburt ihres Kindes. Reha-Fachfrau Elke Geißer besucht sie zu Hause, um mit ihr über die erforderlichen Maßnahmen zu sprechen. Hi, ich bin die Tammy, ich bin 30 Jahre alt. Ich sitze seit meinem 18. Lebensjahr im Rollstuhl durch einen Autounfall. Und ich habe vor 2 Jahren ein Haus gebaut. Und ich kann jedem nur empfehlen, lasst euch genug Zeit bei der Planung und testet so viel aus wie möglich und überstürzt nichts. Denn das Haus, das ihr euch jetzt plant, in dem werdet ihr tendenziell sehr lange leben und überstürzt es nicht. Tamara Fischer ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch schwer beeinträchtigte Menschen mitten im Leben stehen können. Solltet ihr mal schlechte Zeiten haben, steckt den Kopf nicht in den Sand. Das geht jedem mal so, auch ich habe meine schlechten Tage. Schaut nach vorne, es geht immer weiter und dranbleiben und weitermachen.